So, nehmt euch Wasser. Danke euch beiden für die aufschlussreichen Worte. Ich hatte mir eine ganze Menge Fragen aufgeschrieben, da ja auch bei der Vorbereitung zum Thema, je mehr man eintaucht, desto mehr Fragezeichen tauchen auf. Aber ich will das recht rasch machen, um die Fragerunde ans Publikum zu öffnen. Und zwei Sachen würden mich doch erstmal sehr interessieren. An dich die Frage, also soweit ich jetzt alles nachvollziehen konnte, ist es alles andere als sicher, dass es für den Vorschlag, der zur Abstimmung kommt, tatsächlich eine Mehrheit gibt. Das heißt, es wird sogar aus AKP-Kreisen angezweifelt, was das soll. Ich habe auch gelesen, dass die kleinen Parteien sich dagegen wehren, weil sie ja marginalisiert werden in einem Präsidialsystem. Das heißt, nicht mal für die grauen Wölfe wäre das irgendwie eine aussichtsreiche Situation. Man sieht das ja auch an den Reaktionen, wenn so heftig Propaganda betrieben wird. Wenn das aber der Fall ist und es zeichnet sich eine Niederlage ab, wie groß ist die Gefahr einer Wahlmanipulation? Wie sehr kann man einem Ergebnis trauen, das von einer Regierung akzeptiert werden muss, die sich im Vorfeld jetzt schon mit solchen repressiven Maßnahmen benimmt? Szenarios. Also, ist eine Wahlmanipulation denkbar, wahrscheinlich, oder ist sie eher ausgeschlossen? Und vielleicht als Anschlussfrage. Nicht. Eine Frage bitte pro Runde. Türkiye toplumu şunu gördü ki, siyasi İslamcılık hiçbir zaman seçimle gitmeyecek. Die türkische Bevölkerung hat realisiert, dass politische Wahlen niemals voranschreiten, wenn Religion als Mittel eingesetzt werden. Bu bir darbe tehdidi anlamına gelmez. Yani darbeyi savunduğum anlamına gelmez demek istiyorum. Er möchte damit nicht sagen, dass er den Putsch, den versuchten Militärputsch befürwortet. Ama şu bir gerçek ki koltuğunu bırakmamak için siyasi İslamcılar elinden gelen her şeyi tüm dünyada yapıyor. Aber es ist trotzdem eine Tatsache, dass Menschen, die sich des politischen Islams bedienen, alles dafür tun, damit sie an der Macht bleiben können. Bu şiddet kullanmak olabilir. Das mag mit Anwendung von Gewalt stattfinden. Seçimi yenilemek isteyebilirler. Das mag mit Wahlwiederholung sein. Seçim sistemini değiştirip tüm sandalyeleri kendilerine almaya çalışabilirler. Das mag auch damit passieren, dass sie das Wahlsystem ändern und die Beteiligung der eigenen Partei in den Vordergrund stellen. Ama aşağıdan yukarıya örgütlenen ve hayır örgütleyen bir toplum var. Aber es gibt dennoch eine große, breite Bewegung, die Nein stimmen möchte und die demokratisieren sich von unten. Burada önemli olan bu toplumun, demokratik ilerici toplumun ne karar verebileceği ve ne kadar engelleyebileceği. Das Wichtigste ist darum, inwiefern diese breite Masse, die Nein stimmen möchte, sich mobilisieren kann und was sie für Entscheidungen treffen kann. Toplum tepki verdiği anda geri adım atmak zorunda kalıyorlar. Sobald die Bevölkerung nach vorne schreit und Widerstand leistet, muss die Regierung einen Schritt zurück machen. Bunu pek çok yasada gördük, kadın yönelik şiddete dair, tecavüze dair yasalarda. Wir haben das bei verschiedenen Sachen gesehen, zuletzt als eine Gesetzesänderung im Zusammenhang mit Verheiratung von Minderjährigen verabschiedet werden sollte. Toplum örgütlü olduğu zaman, tepki verdiği zaman her türlü faşist uygulamaya dur diyebiliyor. Sobald, sobald eine breite Masse sich mobilisiert, kann sie etwas bewegen und die Regierung stoppen. Ama Türkiye'deki muhalefetin bir kazanıma ve morale ihtiyacı var. Aber die Opposition in der Türkei braucht ein Erfolgserlebnis. 16 Nisan sonrası çıkabilecek hayır bu morali sağlayabilecektir ve toplum ne yapabileceğini fark edecektir.
Sollte am 16. April ein Nein herauskommen, dann wird das die Moral der Opposition stark heben und sie werden realisieren, dass sie eine Kraft haben, etwas zu verändern. Evet çıktıktan sonra işimiz çok kolay olmayacak. Sollte ein Ja herauskommen, dann werden wir es nicht so leicht haben. Ama bu mücadele bitiyor anlamına gelmez. Çünkü Tayyip Erdoğan'a karşı olan bir %50, 49 ya da 51 bir kesimin olduğu görülüyor. Aber das bedeutet nicht, dass wir gegen Erdoğan verlieren werden, weil es gibt immerhin noch rund 48-50%, die gegen eine solche Regierungsform sind. Bu karşıtlık Erdoğan'ın şahsına değil, bugüne kadarki gerici, baskıcı, otoriter uygulamalarınadır. Der Widerstand hebt sich nicht nur gegen Erdoğan. Es geht um eine politische Kultur, die unterdrückend ist, die nicht kollektiv denkt und keine freiheitlichen Werte respektiert. Önemli olan bunun örgütlenebilmesidir. Es ist wichtig, dass einfach diese Bewegung sich zusammenschließt und dagegen ankämpfen kann. Ja, danke für diese Antwort. Und noch eine letzte Frage, bevor ich es dem Publikum öffne, dann an dich, weil ich beim Versuch, die Person Erdoğan, die Motive und auch die Eigenpositionierung so zu verstehen, lustigerweise in den letzten Wochen auf ein Interview eines deutsch-türkischen Kabarettisten und Schauspielers, nämlich Serdar Somuncu, gelesen hatte, der eben auf die Frage sagte, er denkt nicht, dass Erdoğan sich als Diktator sieht, sondern dass er weiterhin denkt, er kämpft gegen eine unsichtbare Staatsmacht, die er ja mittlerweile selber vertritt eigentlich, dass er sich als Revolutionär sieht, der gerade aus dem Knast rausgekommen ist und dass er schlicht und ergreifend nicht wieder dort landen möchte. Kann sagen. Also ich kann keine Psychoanalyse zu Erdoğan, oder ich könnte vielleicht eine machen, aber ich möchte keine Psychoanalyse zu Erdoğan machen. Aber zwei Punkte dazu sagen, bevor ich unterstreichen möchte, dass es hier nicht nur um Erdoğan geht. Ja? Also die, wenn die Verfassungsänderung durchkommt, dann ist Erdoğan nicht das Problem. Das Problem ist alles andere, was danach passieren kann. Wir wissen nicht, was mit Erdoğan nächstes Jahr sein wird. Aber angenommen, diese Verfassungsreform ist durch, dann gibt es ein Präsidialsystem, in der es keine Gewaltenteilung gibt. Dieses Präsidialsystem ist auch dann nicht gut, wenn zum Beispiel statt Erdoğan Selahattin Demirtaş der Präsident wäre. Es gibt einfach keine Gewaltenteilung mehr. Ja? Also es geht hier nicht, ja, sicherlich ist diese gesamte Kritik, die Kritik an Erdoğan sehr wichtig und müssen uns damit auseinandersetzen, aber das Problem ist ein bisschen größer mit dieser Verfassungsänderung, weil die dann bleibt. Ja, also erst einmal, wenn sie bräuchte dann wieder eine ganz andere Mehrheit, um das zu verändern. Ja, das erstmal dazu. Zu Erdoğan glaube ich, also wie gesagt, Psychoanalyse möchte ich nicht machen, aber ich denke, dass seit 2013 bei Erdoğan eine sehr große Wahrnehmung der Fragilität seiner Position bewusst ist, denn im Juli 2013 wurde in Ägypten sein guter Freund Morsi entmachtet und ich glaube seit dem Juli gibt es glaube ich keine einzige politische Veranstaltung, an der Erdoğan nicht das Zeichen Rabia gemacht hat, also diese das Symbol des Rabia-Massakers, dass es keine einzige AKP-Veranstaltung gibt, in der er das nicht wiederholt. Ja? Das ist sicher auch immer wieder ein Signal zu sagen, das, was dort passiert ist, dort sind sie ja auch durch demokratische Wahlen, ja, damals die Muslimbrüderschaft an die Macht gekommen, aber sie wurden dann vom Militär abgesetzt. Das war ein Moment, wo Erdoğan selber sicherlich auch mal nachgedacht hat, wer ist der Nächste an der Reihe. Ja, und auch ich denke, also dass wir, was wir letztes Jahr im Sommer verfolgen konnten, diese Reaktionen, muss man sicher auch im Kontext davon sehen, dass mindestens seit 2013 es eine Erwartung gibt, dass so eine Geschichte sich wiederholen kann, wo er auch dann eben nicht mehr in der Macht ist. Ja? Ansonsten denke ich, dass, also wenn es jetzt wirklich um ihn gehen sollte, wenn er ein langes, gesundes Leben hat, denke ich, würde er sich sehr freuen, wenn er 2023 immer noch der Präsident wäre, denn 2023 ist das 100. Jahr der
Republiksgründung, an der ja auch die AKP schon eben lange als einen wichtigen Moment ankündigt für die Erfüllung einer neuen Türkei. Und diese Vision weiterzuführen, wird ihm sicher sehr passen. Nur ist das jetzt gar nicht, also das ist natürlich jetzt ein unmittelbares Problem, weil die AKP und er an der Macht ist, aber das kann auch nächstes Jahr wieder anders aussehen. Und daran müssen wir uns, also ich denke, das ist die tieferliegendere Frage mit diesem Verfassungsreferendum, ist die, was danach alles möglich wird. Und ich möchte das vielleicht mit der Frage verknüpfen, wer möchte eigentlich überhaupt eine demokratische Türkei? Ich meine, ich fand das jetzt, was Barış İnce natürlich aufgeführt hat, sehr, natürlich ist es wichtig, diese Stimmung in der Bevölkerung, diese Aufbruchstimmung auch zu beschreiben, und die ist auch tatsächlich da. Ich muss ein bisschen vielleicht das abdämpfen und wirklich diese Frage stellen, ja, wer möchte eigentlich ein Demokrat, also außerhalb der Türkei, wer möchte eigentlich eine demokratische Türkei? Also kann man zum Beispiel einen Flüchtlingsdeal mit einer Partei machen, angenommen jetzt war ja in der Schweiz 48% HDP wählen, nehme ich mal wieder das Beispiel Selahattin Demirtas, ja, angenommen er ist nicht im Gefängnis, sondern er stellt die Regierung und er ist der Präsident, und man möchte so einen Flüchtlingsdeal machen, ja. Dazu ist es mit demokratischen Macht aber nicht so positiv. Das wissen wir am Beispiel Griechenland, wo der Flüchtlingsdeal nicht funktioniert, weil die unabhängigen Richter sich weigern, in Griechenland die Migranten zurückzudeportieren. Ja? Also das heißt, in einem demokratischen System ist das alles schon ganz schön schwierig. Ja? Und ich würde die provokative Frage stellen, wem liegt es eigentlich überhaupt, wirklich eine demokratische Türkei zu haben, also außenpolitisch gesehen, ja? Geopolitisch gesehen, für so einen Staat? Ja? Also das ist natürlich, es ist nicht nur eine innenpolitische Frage, die wir diskutieren, sondern wir diskutieren auf jeden Fall auch die Zukunft der Region und ja, der Türkei in dieser Position. Ich würde fast sagen, Griechenland läge daran. Und in Griechenland liegt es nicht nur daran, dass es so wahnsinnig demokratisch ist, aber das lassen wir jetzt. Nein, ich verstehe sehr wohl, was du meinst. Ich habe gerade aus der regionalen Perspektive damals mich wahnsinnig aufgeregt über vor 15 Jahren die Haltung der EU mit diesem ganzen, sagen wir es mal ganz klar, Verarschungspotenzial, so jemanden nicht dabei haben wollen, aber im Zückerli geben, ja, reformiert euch mal, und ich weiß nicht, war mir damals schon klar, das kann genau diese Folgen haben. Also das war ein Beispiel der EU, vielleicht nur eine kleine Anekdote. Ich war 2003 in den USA und habe an einer Versammlung teilgenommen, wo Richard Perle gesprochen hat. Er hatte alle wichtigen türkischen Journalisten damals eingeladen, denn am 1. März 2003 hatte die Türkei etwas gemacht, was undenkbar war, das türkische Parlament. Es hat dagegen votiert, dass aus dem türkischen Boden heraus die USA Flieger losgehen kann, die dann im Irak angreifen. Ja? Und ich meine, der Schock, ich habe das persönlich miterlebt, der Schock, den Richard Perle, also einer der wichtigsten Strategen der amerikanischen Außenpolitik, den er hatte, war wirklich ein Genuss, das zu sehen. Er war wirklich schockiert und sagte den Journalisten, da waren Hasan Cemal und die ganzen bekannten Journalisten da, und sagte, ihr könnt, wie könnt ihr denn das machen? Ja, und das war dann wirklich, also die türkischen Journalisten waren alle sehr erstaunt über diese sehr rabiate Zurückweisung, und sie sagten, aber was ist auch denn eine Demokratie? Ja, und das war gerade die AKP frisch gewählt, und das war die größte, ein großes Schockerlebnis für die USA in diesem Zeitpunkt. Ja, also das wäre die Frage ist, für wen ist es eigentlich immer gut, wenn man, wer möchte wirklich eine demokratische Türkei überhaupt haben? Gute Frage. Und jetzt möchte ich genau diese Fragen dem Publikum öffnen. Die Mikrofone stehen da. Ihr könnt euch mit Handzeichen bitte melden, wenn möglich, damit wir nur einseitig übersetzen müssen auf Deutsch, auf Türkisch auch möglich, aber dann würde ich bitten, dass du dann zuerst die Frage übersetzt, damit wir sie dann alle verstehen, falls eine Frage auf Türkisch gestellt wird. Und jetzt bitte ich um Handzeichen. Ja, da vorne gerade. Einfach nach oben drücken, den Knopf, genau. Guten Abend. Hört man? Ja. Ja, ich polarisiere unheimlich gern. Und jedes Mal, wenn ich solche Gespräche höre über die Türkei im Zusammenhang mit Erdogan in der Schweiz, bekomme ich so richtig Bauchkrämpfe.
Und es geht mir wirklich darum, wenn die Schweiz über Erdogan diskutieren möchte, dann soll es bitte damit anfangen, wie viele Nummernkonten das Erdogan und sein Clan in der Schweiz besitzt. Wie viel Macht könnt ihr überhaupt ausüben auf eure eigenen Institutionen wirtschaftlich, wo ihr genau wisst, dass dieser Clan seine eigene Bevölkerung beraubt. Wenn es darum geht, die Gelder zu verwalten, davon Gewinne zu erzielen, davon Steuern zu beziehen, denen zu helfen, Steuerbetrug zu machen, da sind wir Weltmeister. Aber wenn es darum geht, denen die Demokratie beizubringen, da tun wir so scheinheilig. Und wir tun so überrascht, dass so etwas wie Erdogan so lange an der Macht bleiben konnte, ohne uns zu fragen, dass so ein Esel wie der Blocher zum Bundesrat gewählt wurde. Also zuerst mal an die eigene Nase fassen. Auf der anderen Seite bin ich sehr beunruhigt, aufgrund dessen, jedes Mal, wenn ihr solche Diktatoren das Geld abgenommen habt, die sie aus ihrem eigenen Lande beraubt haben, von eigener Bevölkerung, da waren sie willkommen, da war Gaddafi bei euch willkommen, Ben Ali war bei euch willkommen, da waren alle bei euch willkommen mit ihren Geldern. Jahrelang habt ihr über Nestle, Glencore, Ruag, denen Munitionen geliefert, die Deutschen haben Panzer geliefert. Und über Tote habt ihr dann beklagt, als wären die irgendwie, ja, Gott weiß was, das mit euch gar nichts zu tun habt. Und jetzt die Europäer müssen sich langsam darüber Gedanken machen, wie viel Blut das unsere Hände klebt. Ich möchte also dich nicht unterbrechen, das ist sicher ein interessanter Einwand, nur ich weiß nicht, ob hier irgendjemand mit einem Schweizer Pass auf dem Podium sitzt. Andere ist, ja, das ist sicher berechtigt, nur wenn möglich, daraus eine Frage abzuleiten für einen der beiden, das wäre sehr schön. Ich beschränke mich auf die Frage, das kommt jetzt bald. Wenn die türkische Opposition sich immer wieder eingeladen fühlt zu verschiedenen Reden gegen Erdogan, sind wir uns überhaupt bewusst, dass demnächst Erdogan an der gleichen Stelle stehen könnte wie der Assad und dass das türkische Volk an einem blutigen und dreckigen Krieg leidet, wie das syrische Volk jetzt? Çeviremedi Türkçe, biliyor musun? Şöyle söyleyeyim. Düne kadar gerçekten Assad rejimiyle ilgili Ben Ali'de olsun, Kaddafi'de olsun bir sürü insanı medyada bu şekilde teşhir ettiler. Antidemokratik yönlerinden dolayı. Bugün Türkiye'deki muhalefet Avrupa'da sürekli Erdoğan'a karşı yürütülen bu propagandanın bir parçası haline geliyor. Ve şunu düşünmekten aciz. Ja, ich verstehe nicht genau, was du sagst. Ich vermute, du übersetzt jetzt gerade, was du vorher gesagt hast. Das wurde ihm aber übersetzt. Also die Frage war, die Möglichkeit eines Blutbades, eine Situation, wie sie in Syrien im Moment durch Assad verursacht, in der Türkei, wenn es so weitergeht, vorstellbar ist. Genau, durch diese Stimmung, die man verursacht über Erdogan, sage ich mal. Zaten en büyük tehlike şu an yaşadığımız bu Türkiye'nin Suriyelileşmesi. Das ist auch eine der größten Gefahren, die wir im Moment erleben, dass in der Türkei also die Türkei als Nachbar von Syrien. Türkiye'nin bir arada tüm etnik yapısıyla demokratikleşmesini savunanlar var. Bir de bölünüp parçalanmasını düşünenler, ülkeyi daha da fazla etnik ya da dinsel olarak kutuplaştırmak isteyenler var. Es gibt Ansichten in der Türkei, die wollen ein kollektives friedliches Land, das alle einschließt. Und dann gibt es aber auch eine Bewegung, die möchte eben gerade, dass das Land polarisiert wird und auch Politik auf der Grundlage von Ethnie und Religionsunterschieden betreibt. Türkiye'nin topyekün demokratikleşmesinden umudunu kesen bazı yorgun kesimler etnik parçalanmayı ya da mezhepsel parçalanmayı seçebiliyor. Solche Leute, die des Widerstands müde sind, sind sogar, also tendieren sogar dazu, die Polarisierung vorzuziehen und halt sich dafür zu entscheiden, dass alle
also jeder in seinem Clan oder in seiner Religionsgemeinschaft bleibt. Bugüne kadar ezilmiş, dışlanmış gruplar açısından bunu anlaşılır buluyorum. Ama Türkiye'nin kurtuluşu topyekün hep birlikte ülkenin tamamen demokratikleşmesiyle ilgilidir. Ich kann das verstehen, wenn Leute wegen ihrer Religion oder Ethnie ausgegrenzt worden sind bislang, dass sie sich nicht zusammenschließen wollen mit den anderen. Aber ich glaube, der Ausweg für die Türkei, um ein demokratisches, friedliches Land zu werden, ist nur über ein gemeinschaftliches Denken möglich. Sorunuza gelmeden önceki açıklamalarınıza katılıyorum. Ich stimme Ihnen den Äußerungen zu, die Sie vor Ihrer Frage ausgeführt haben. Batı'nın emperyalist grupların Türkiye üzerinde pek çok çıkarı var. Der Westen profitiert sehr stark von der Türkei. Bunu Erdoğan'la yapabildikleri ölçüde Erdoğan'la dostlar. Solange sie das mit Erdoğan weiterhin machen können, sind sie auch an Erdoğan's Seite. Erdoğan'la çıkar çatışması olduğu zaman karşılar. Aber sofern sie sich mit Erdoğan nicht einig sind, dann sind sie natürlich dagegen. Benim önemsediğim bu devletler ya da patronlar değil. Für mich sind aber so sind Beziehungen auf politischer Ebene nicht sehr wichtig. Avrupa'da yaşayan, bu salonu da dolduran demokrat, ilerici insanlar. Für mich sind es die Menschen in Europa, die so einen Saal füllen und die gleichen Werte teilen wie ich. Şunu anlamanızı istiyoruz. Biz Türkiye'de bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Ich möchte, dass Sie hier alle verstehen, dass wir in der Türkei für die Demokratie kämpfen. Devletlerinizden bir şey beklemiyoruz. Wir erwarten nichts von euren Staaten. Sizlerden dayanışma bekliyoruz. Von euch erwarten wir Unterstützung. Teşekkürler. Danke. Weitere Fragen da hinten? Sehe ich. Könnt ihr mal ein bisschen mehr Licht machen? Dann sehen wir auch das Publikum besser und vor allem, wo sich gerade das Mikrofon befindet. Ja, danke. Also ich beobachte, dass in der Türkei eben, Sie haben es schon erwähnt, Frau Ayata, dass er immer mit diesem Zeichen kommt, Erdoğan. Man weiß auch, dass der Erdoğan oder die Türkei eigentlich in der Anti-IS-Koalition ist, aber eigentlich ein Unterstützer des IS ist. Man weiß auch, dass, also ich habe schon gehört, dass von Katar oder von den Arabischen Emiraten Gelder fließen an die AKP jetzt, wo die Wirtschaft ein bisschen zusammenbricht und sie auf Gelder angewiesen sind. Ich habe schon gelesen verschiedene Theorien, dass Erdoğan eigentlich durch den IS und mit diesen Arabischen Emiraten für eine zukünftige Territoriumaufteilung im Nahen Osten eigentlich schon andenkt. Wie ist Ihre Einschätzung betreffend diese Sache? Weil vorne durch sieht es so aus, eben Erdoğan, ich möchte, also er verkauft es ja wirklich als Demokratie, das ist ja das Absurdeste dieses Referendums, aber dahinter steckt irgendwie mehr. Was wissen Sie, das können Sie da sagen, also dass er ja eben mit diesen Kräften zusammenspannt. Ja. Vielleicht ganz kurz, das wäre ja natürlich ein abendfüllendes anderes Thema. Die gesamte Region ist derzeit, also nicht derzeit, sondern seit 2001 befindet sich der Nahe Osten in einem Wandel. Die Karten werden neu gemischt. Viele alten Regime existieren nicht mehr. Und in diesem langen Verlauf haben nicht nur gängige Großmächte Vorstellungen und Ideen, wie es denn vielleicht noch aussehen könnte, sondern auch die Türkei hegte insbesondere ja, in den Mitte 2000er Jahren und dann intensivierend nach dem sogenannten arabischen Frühling auch noch viel stärker diese Vorstellung, doch auch ein wichtiger Akteur zu werden in der Region, der eigene Machtansprüche hat. Ja, das ist, glaube ich, sehr deutlich in dieser neuen Selbstdefinition, Selbstauffassung, die Türkei als ein zentraler Staat, das eben nicht nur ein Faktor
ein geostrategischer Faktor sein möchte, sondern ein Akteur. Und dort sind eben diese Beziehungen, wie Sie sie schon erwähnt haben, immer auch schon auf dem Tisch gewesen, dass man eine Axis, eine neue Axis bildet. Viele dieser Fantasien sind heute sehr stark in Wanken geraten, also insbesondere seit 2012, nachdem in Syrien eben die Dinge nicht so verlaufen, wie es Erdogan gerne hätte. Die größte, eine der größten Hindernisse in diesen Machterweiterungsvorstellungen in der Region ist einfach der Umstand, dass es jetzt einen kurdischen Gürtel um die Türkei herum gibt, dass es eben in Syrien die Erstarkung der Kurden eine große Nervosität und Gefahr für die Türkei in dem Sinne auslöst. Mit Irak versucht man mit Nordirak nochmal andere Beziehungen zu führen. Nichtsdestotrotz sind diese größeren Vorstellungen, von denen Sie sprechen, ja, in der Realität heute überschattet von den sehr akuten direkten Nachbarschaftsproblemen, die sie haben. Ja? Also daher denke ich, dass die Machtfrage nicht nur innenpolitisch sehr wichtig ist, also um die innenpolitische Macht zu halten, sondern es ist schon auch damit eine Vision verknüpft, diese Macht auch in der Region auszubauen. Ja? Und eine längerfristige Umorientierung der Türkei, das nicht direkt nur von westlichen Interessen sozusagen geprägt ist, sondern sich eventuell auch ja, davon lösen kann und Alternativen sucht. Wie wir in den letzten Jahren aber gesehen haben, ist das sehr fluktuativ. Es gibt Phasen, in denen Erdogan davon spricht, Mitglied der Shanghai-Gruppe zu werden. Dann gibt es wieder Phasen, wo wieder mit Europa enger kooperiert wird. Also das ist wirklich sehr fluktuativ und ein starkes Programm oder Programmatik ist auch gar nicht möglich, denn die gesamte Region ändert sich. Ein Staat alleine kann hier auch gar nicht Vorstellungen entwickeln, weil sie alleine nicht bestimmt. In Syrien sind 72 Nationen derzeit an den Konflikten beteiligt. Ja? Also das ist die Realität, in der wir leben. Aber als Fantasie ist das sicher sehr stark da. Auch in der Realität, nicht nur in der Fantasie. Diese Allianzen gibt es. Aber um dazu noch mehr einzugehen, müssen wir noch mal eine neue Tür aufmachen. Weitere Fragen? Wortmeldungen bitte. Da hinten. Ich habe eine Frage für Professor Ayata. Wir alle wissen, AKP, Erdogan verwendet alle Staatsmittel, Presse, Zeitungen, Medien für seine Kampagne. Auf der anderen Seite, Sie haben auch zum Teil gezeigt, gibt es Meinungsumfragen. Die gibt die Opposition Hoffnung für die Neinbewegung. Wenn es nicht persönlich ist, Sie bekommen auch zusätzliche Informationen, vielleicht zum Teil von verschiedenen Kreisen aus der Türkei. Was ist Ihre persönliche Meinung über das Ergebnis oder Schätzung? Wenn es zu persönlich ist, können Sie nicht beantworten. Über das Referendum meinen Sie? Ja. Also, ich frage nur, weil vielleicht bekommen Sie, also wir verfolgen von den Medien, vom Internet und so weiter. Also ich eine Sache, die ich auf jeden Fall sicher in Bezug auf die Europa sagen möchte und werde, also voraussagen, mir wage vorauszusagen, wäre, dass die Stimmbeteiligung, also vorhin hatte nämlich Barış Incel in seinen Ausführungen sehr richtig darauf hingewiesen, dass diese Polarisierung kürzlich mit Europa den Heiligen Krieg auszurufen, sehr gegen einen Backslash gemacht hat, ja, dass es innenpolitisch tatsächlich dazu geführt hat, dass es nicht die Wirkung erzielt hat, nur also 1% oder 2% Stimmengewinne zeigen. Aber in Europa allerdings glaube ich, dass das doch eine sehr wirksame Kampagne war, auf einem ganz anderen Grund, ja, da die AKP hier oder die Unterstützer der AKP hier nicht nur ihre Entscheidungen treffen, nicht nur in Antwort oder in Bezug auf dessen, was in der Türkei passiert, sondern auch in Bezug auf, was hier passiert. Ja, ich denke, hier war diese Polarisierung und Mobilisierung eher erfolgreich. Ich gehe davon aus, dass mehr bei diesem Referendum mehr mitstimmen werden, dass die Wahlbeteiligung, letztes Mal war sie 40% im Schnitt, ich denke, die wird deutlich höher sein. Ja, und ich denke, dass sie auch in Ländern wie Deutschland und Niederlanden dazu führen wird, dass es eben die AKP-Unterstützer auch mehr
zur Urne gehen werden und somit hier einen wichtigen Einfluss haben. Gleichzeitig ist natürlich auch die Opposition mobilisiert. Ja? Also wie das Ergebnis wird, werde ich auf keinen Fall wagen vorauszusagen. Dass es knapp wird, denke ich, werden wir sehen. Aber in Bezug auf die Auslandsstimmen denke ich, dass diese Strategie der Polarisierung eher erfolgreich war. Ja? Aber so, die Dame links vor dir hatte sich vorhin gemeldet. Nein, vor dir, genau, da. Neben dir. Da, genau. Erstmals guten Abend. Ich möchte meine Frage eigentlich Barış İnce richten. Ich formuliere das mal auf Deutsch und wenn es erlaubt ist, würde ich gerne auch direkt auf Türkisch fragen. Ich als Lehrerin bin hier in der Schweiz eigentlich immer wieder im Geschichtsunterricht auch gefragt worden, ja, Sie, wie kann das sein, dass so ein Herr Erdogan wie Hitler tangiert, an der Macht ist, den Faschismus ausübt und die Bevölkerung sich nicht fragt, wo gibt es Parallelen? Und es ist mir auch ein Rätsel, warum, also vorhin wurde genannt, dass verschiedene Parteien, also damit meine ich nicht Partei per se, sondern verschiedene Bevölkerungsgruppen sich mittlerweile zusammentun, sich gegen ihn stellen. Und ich frage mich, warum gibt es nichtsdestotrotz die große Angst, das laut auszusprechen? Also ich bin überzeugt, das ist nicht nur aufgrund der Gewalt, sondern liegt es vielleicht daran, dass es eben in der Bildung liegt. Und wenn ja, wie könnte man das reformieren in der Türkei? Ist das in Türkçe'de? Yani benim merak ettiğim hani tabii ki bu şiddet olayları falan Türkiye'de çoğu insanın gözünü korkutmuştur. Yani kendi açımdan da söyleyeyim akrabalarım var, öğretmen olanlar falan. Onlarla telefonda görüştüğüm zaman sual sorduğum zaman aman aman konuşma diyorlar. Yani o yüzden diyorum ki eğer biz bu halkı, toplumu, demokrasiyi örgütlemek istiyorsak bunun başlangıcı eğitimde değil midir? Ve neden eğitmenler, bilhassa eğitmenler bundan bu kadar korkuyor? Also die letzte Frage war jetzt, warum quasi die Bildung in der Türkei so Angst hat, die Leute darüber aufzuklären, wie man das reformieren könnte, dass die Leute mutiger zu ihrer Meinung stehen. Türkiye'de çok ortalama ve genişlemiş bir cehalet var. Bunu söylemek gerekir. In der Türkei gibt es dennoch eine breite Masse, die sehr ungebildet ist. Sizin de söylediğiniz gibi eğitim, kültür çok geri düzeyde. Wie Sie das gesagt haben, ist auch das Bildungssystem nicht sehr fortgeschritten. Bunun en önemli nedeni neoliberal sistem birincisi. Der Hauptgrund dafür ist das neoliberale System. Yani herkesin eğitim ve kültüre eşit şartlarla sahip olamaması. Dass nämlich nicht alle Menschen von jeder Kultur, Ethnie und dem gleichen sozialen Status die gleiche Bildung zur Verfügung steht. İkincisi de 12 Eylül sonrası ortaya çıkan 12 Eylül 1980 darbesi sonrası ortaya çıkan eğitim müfredatı, eğitim sistemi. Und das hängt auch davon ab, dass nach dem Militärputsch von 1980 ein neues Bildungssystem hervorgegangen ist. Bu eğitim sistemi sorgulamayan, dine ve milliyetçiliğe dayalı bir eğitim sistemi. Das ist ein Bildungssystem, das auf Nationalismus und Religion beruht und nicht vorsieht, dass man Dinge hinterfragt. Böyle bir toplumda entelektüel sorgulama ve yurttaşlık bilinci ancak belli çabalarla mümkün oluyor. In so einer Gesellschaft ist das Hinterfragen und
die Dinge also an der Oberfläche zu kratzen und herausfinden zu wollen, nur in bestimmten Kreisen möglich. Bu da para ve zaman anlamına gelir. Und leider hat das mit Geld und Zeit, also ist das von Geld und Zeit abhängig. O yüzden orta sınıflar bir nebze daha entelektüel, aydın, ilerici gözüküyor. Deshalb wirkt die Mittelschicht oder die obere Schicht intellektueller und fortschrittlicher. Burada elbette ki eğitimcilerin durumu önemli. Natürlich ist auch die Situation der Lehrenden wichtig hier. Ama eğitimcilerin ne kadar bilinçli olduğu ayrı bir tartışma konusu. Aber inwiefern die Lehrenden inwiefern die gebildet sind, das ist wieder ein anderes Thema. Çok eğitimciler arasında çok dar bir kesim, bilinçli, sosyalist ya da kültürlü diyebileceğim kesim. Unter den Lehrenden gibt es leider nur wenige, die ein soziales Gedankengut vertreten und sehr gut gebildet sind. Onlar da tasfiyelerle, soruşturmalarla korkutulmuş durumda. Und das sind auch Leute, die die eingeschüchtert worden sind und deshalb auch dieses Wissen nicht im Unterricht einbringen können. Burada kritik nokta korkunun aşılmasıdır. Der kritische Punkt oder das Wichtige, was überwindet werden muss hier in diesem Zusammenhang, ist bu die Angst. Bu korkunun aşılmasının mümkün olduğunu Gezi protestolarında gördük. Dass wir diese Angst überwinden können, haben wir bei den Gezi-Protesten 2013 gesehen. Milyonlarca insan bir araya geldiğinde o korkuyu nasıl yendiğini ve kendini açık ettiğini görebildik. Wir haben gesehen, dass es möglich ist, diese Angst zu überwinden, wenn Millionen von Menschen zusammenkommen. Und wir hatten sie auch damals überwunden. Ama Gezi direnişi yenildiğinde ve insanlar bireysel hayatına döndüğünde korku yeniden başladı. Aber als dann die Gezi-Bewegung zerschlagen wurde, der Alltag wieder eingekehrt ist, hat auch somit wieder die Angst bei den Menschen angefangen. Örgütlü, organize olmuş toplum korkmuyor. Yalnız birey korkuyor. Örgütlü, organize olmuş toplum korkmuyor. Ama birey, yalnız insan korkuyor. Eine Gruppe von Menschen, sobald man in einer Gemeinschaft ist, hat man nicht Angst, aber als alleinstehende Person, wenn man allein ist, hat man Angst. 16 Nisan'da güçlü bir hari çıkarsa insanlar yalnız olmadığını görecek ve korku eşiğini bir nebze olsun kırabilir. Wenn am 16. April ein Nein kommt, dann werden die Menschen realisieren, dass wieder dieses Gemeinschaftsgefühl eine Kraft gibt und dass sie so auch die Angst überwinden können. Ja, da hinten bitte. Ben Almanca bilmiyorum, o yüzden Türkçe devam edeceğim. Belki çevirirsiniz Almanca'ya. Ama Bilgin, sen de Türkçe biliyorsun sanırım. Barış da biliyor zaten. Buranın çoğu da. Ben yani daha çok Barış'tan şunu beklerdim. Yani şöyle bir şey, daha buraya daha iyi giderdi. Türkiye'de hayır nasıl örgütleniyor? Ben az çok... Efendim? Cümle cümle konuşabilseniz o zaman direkt çevireyim. Öyle olabilir evet. mi? Yaptığınız tamam. gibi. Tamam, sağ olun. Also sie hat jetzt gesagt, was sie von Barış erwartet hätte und spricht jetzt die Widerstandsgruppen an. Hayır nasıl örgütlendiği önemli şundan dolayı. So wie sich die Nein-Gruppen zusammenschließen ist deshalb so wichtig. Barış 7 Haziran spekülasyonlardan bahsetti bu hayır çalışması ile ilgili, işte hayır çıktığı takdirde neler olacak, iç savaş çıkacak veya işte herhangi başka şeyler olacak. Sonuçta Türkiye bu içinde bulunduğu kaotik ortamdan daha kötü bir noktaya gidecek diye spekülasyonlar var dedi. Barış hat von den Spekulationen erzählt, die nach den Wahlen am 7. Juni 2015 hervorgegangen sind. Und aber jetzt ist die Türkei an einem noch schlimmeren Punkt. Sonrasında o da düzeltti ama tabii ki bunların hiçbiri aslında spekülasyon değil. 7 Haziran 2015'ten sonra neler olduğunu hepimiz gördük. Yani istemediği bir sonuç çıktığında Erdoğan'ın ve AKP iktidarının neler yapabileceğini gördük. Letztendlich sind ja viele dieser Spekulationen auch wahr geworden und wir alle haben gesehen, zu was Erdoğan und seine Minister fähig sind.
Dolayısıyla aslında böyle spekülasyonlardan korkup oy kullanmaya gitmeme durumu 7 Haziran'da kısmen vardı. Ya da işte bir korkunun sindirdiği bir durum vardı 7 Haziran'da ama yine de başarıyla çıkmıştık. Fakat bu sefer bu kadar korkuya ve baskıya rağmen çok muazzam bir hayır örgütleniyor. Ve bir sürü tutuklama, bir sürü gözaltına rağmen hayır çalışmaları hiç aksamadan devam ediyor. Dolayısıyla bize belki bu hayır nasıl örgütleniyor? Mahallelerde, iş yerlerinde, yani birçok yerden hayır çalışmasının resmini Facebook'tan görebiliyoruz. Bu kadar baskıya ve korkuya rağmen neden bu hayır bu kadar iyi örgütlenebiliyor? Yani bize biraz bu hayırın nasıl örgütlendiğinden bahsederse, çünkü gazeteci ve Türkiye'nin birçok köşesini biliyor, bizim için daha iyi olacaktır. Birincisi bu. Gut, das muss ich jetzt einfach zusammenfassen. Sie hat gesagt, dass das ja dass auch nach dem 7. Juni bei den Wahlen, dass die Leute Angst hatten und dann viele nicht wählen gegangen sind und dass jetzt quasi die Widerstandsgruppen, das Nein-Lager nochmals größer geworden ist und dass halt die Leute hier sich nicht so gut was darunter vorstellen können. Also sie möchte jetzt mehr hören, wie mobilisieren sich die Leute, was für, welche Aktionen machen sie, wie finden die Nein-Sager zusammen? Ja, ben gazetecilik mesleğini yapıyorum ama aynı zamanda da politik faaliyetin içerisinde bir insanım. Ich bin Journalist, aber bin auch in den politischen Vereinen aktiv. Benim bu yönümü bilenler elbette ki hayrın nasıl örgütlendiğini benden duymak isteyecektir. Leute, die das von mir wissen, wollen natürlich hören, wie sich das Nein-Lager zusammenschließt. Ama bu topluluğun oranına da baktığımda ilk başta Türkiye geneline dair bir prezentasyon uygun gördüm. Aber wenn ich mir jetzt die Zuhörerschaft hier anschaue, dann fand ich es passender, generell über die Türkei zu sprechen und jetzt nicht spezifisch auf die Nein-Aktionen einzugehen. Şimdi biraz daha özele inebiliriz. Natürlich können wir jetzt mehr über, also spezifischer über dies reden. Gezi dönüşü sonrası pek çok yeni oluşum ortaya çıktı. Nach den Gezi-Protesten 2013 hat sich vieles verändert. İnsanlar gidip oy kullanarak ülkesine demokrasiye sahip çıkamayacağını gördü. Die Menschen haben realisiert, dass sie nicht bloß einfach mit Wahlen Demokratie in ihr Land bringen können. Çünkü sadece oy kullanmayla sınırlı bir demokrasi insanların geleceğini belirleyemez. Einfach nur mit Wahlen kann ein Land nicht zur Demokratie kommen und es kann auch nicht die Zukunft eines Landes bestimmen. Bunun için yerel bazı organizasyonlar açığa çıktı. Mesela Gezi Parkı sonrası pek çok parkta forumlar açığa çıktı. Deswegen sind nach den Gezi-Protesten ganz viele Vereine gegründet worden und Foren, die sich auch mit politischen Fragen beschäftigen. Çeşitli küçük inisiyatifler açığa çıktı. Çevre duyarlılığı fazla olan inisiyatifler bunlar. Es sind Initiativen hervorgegangen, die sich vor allem mit Quartierentwicklungen beschäftigt haben. Yine Türkiye'de özellikle AKP'nin baskısı sonrası kadın mücadelesi giderek yükseldi. Auch die Frauen haben sich mobilisiert. Die Frauenbewegung ist nochmal stärker geworden nach den Gezi-Protesten. Çünkü AKP'nin gerici uygulamaları direkt erkeği değil, direkt kadını vurmaya başladı. Weil die rückständige Politik der AKP betrifft vor allem direkt die Frauen. Bu tarz sivil inisiyatifler, küçük gruplar çoğu zaman etkili oluyor. Und hierzu sind politische Initiativen, Vereine sehr wirksam. Burada HDP'nin son zamanlarda özellikle tutuklamalarla birlikte büyük bir darbe yediğini söylemek mümkün. Wir können sagen, dass die kurdische Gemeinschaft vor allem auch mit den Verhaftungen in der Partei HDP einen großen Rückschlag erlebt hat. Türkiye'de önemli bir muhalefet adresi olan HDP'nin bu güçsüz durumunda yerel inisiyatifler daha fazla öne çıkmaya başladı. Die HDP ist eine wichtige oppositionelle Stimme in der Türkei und deswegen haben sich auch viele Vereine sind viele Vereine aktiv geworden. Kürt seçmen içerisinde ve kimi sosyalist kesimlerde
PKK'nin sivillere yönelik saldırılarının faturasını HDP'ye kesen kesimler de var. Natürlich gibt es in der Zivilgesellschaft auch Kreise, die die prokurdische Partei HDP direkt mit der PKK in Verbindung bringen. Bu da farklı arayışları ortaya çıkartıyor. Und das bringt natürlich verschiedene Ansichten hervor. Tüm bu gerçeklikleri ortaya koyduktan sonra hangi grupların daha fazla örgütlü olduğunu saymak gerekirse? Wenn wir das alles uns vor Augen halten und sagen müssten, welche Gruppen denn nun am stärksten sind. En başta sendikaların, DİSK ve KESK gibi iki büyük sendikanın aktif bir şekilde hayır çalışması yaptığını söyleyebilirim. Dann kann ich sagen, dass es vor allem die zwei großen Gewerkschaften DİSK und KESK. KESK sind. Birisi memur, public, kamu personeli, diğeri de işçi genau. Sendikası. Die eine ist eine also die Gewerkschaft für Arbeiter und die andere für Beamte. Gezi sonrası kurulan, adını da Gezi direnişinin tarihi olan Haziran'dan alan Haziran hareketinin aktif bir şekilde mücadele ettiğini söyleyebilirim. Dann gibt es noch einen Verein, der aus den Gezi-Protesten hervorgegangen ist. Die heißt Gezi Direniş. Und Gezi Resistance Protest. Yani Gezi Haziran. Haziran ayında olmuştu Gezi. Ah, die quasi nach den Gezi-Protesten im Juni hervorgegangen ist und dass sie sich auch sehr stark für den Widerstand einsetzen. Haziran hareketi Gezi sonrası kurulan forumları ve meclisleri sürdürme iddiasında. Sie haben sozusagen eine bedeutende Rolle eingenommen in diesen ganzen oppositionellen in diesen Kämpfen nach den Gezi-Protesten. İçinde sosyalist gruplar ve CHP'li vekiller de var. Da sind verschiedene sozialistisch denkende Gruppen beteiligt, aber auch solche der sozialdemokratischen CHP. Bugüne kadar hemen hemen tüm mahallede hayır meclisleri kuruldu. Sie haben in ganz ganz vielen Nachbarschaften Nein Stände aufgebaut. Bunların bir kısmı Haziran tarafından kuruldu. Einerseits hat die Organisation Haziran Tarafı diese aufgebaut. Bir kısmı da Halk Evi, belki bunu tercüme edemeyiz ama diğer sosyalist gruplar diyebiliriz. Und andere sozialistische Vereine tarafından kuruldu. Öte yandan çevre hassasiyeti yüksek olan Kuzey Ormanları Savunması gibi yani şimdi tek tek isim saymayalım. Pek çok sivil inisiyatif var. Andererseits haben sich auch ganz viele Umweltorganisationen daran beteiligt mit Initiativen und Aktionen. Bunların hepsi ayrı çalışması yapıyorlar yerellerde, bölgelerde. Alle arbeiten quasi an der Nein-Kampagne. Türkiye'de artık ana akım medya dediğimiz mainstream medya muhalifler tarafından izlenmez oldu. Also die mainstream medien sind eigentlich nur noch auf Regierungsseite und für die Opposition gelten sie nicht mehr als Sprachrohr. İzlense bile sadece dizi ve maç seyrediliyor. Und wenn wir uns die anschauen, dann schauen wir nur TV-Serien oder Fußball. Daha çok haber takibi sosyal medya üzerinden oluyor. Die Nachrichten, also die Warennachrichten laufen vor allem über die sozialen Medien ab. Sosyal medyada da çok fazla yaratıcı hayır etkinlikleri var. Und in den sozialen Medien ist die Nein-Kampagne sehr stark. Yine hayır şenlikleri, konserleri yapılıyor. Es werden Şenlik Festival. Es werden Nein-Konzerte gemacht. Bunun yanında zaten Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar mağdur ettiği kesimler var. Bunlar da Kürtler, Aleviler, seküler insanlar. Das sind alles Leute, die bis heute von Erdoğan benachteiligt und ausgegrenzt wurden. Das sind säkulere Menschen, Aleviten und Kurden. Bu kesimler doğallığında harekete geçti. Und die haben sich jetzt mobilisiert. Burada Kürt seçmenlere bir parantez açmak isterim. Ich möchte jetzt in Klammer etwas zu der kurdischen Wahlbevölkerung sagen. Kürt seçmenlerin bir kısmının evet oyu vereceğine dair iddialar var. Man sagt, dass ein Teil der kurdischen Bevölkerung dem Referendum zustimmen wird mit Ja. Ben buna bir gerekçe göremiyorum. Ich glaube das selber nicht. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Elbette bugüne kadar AKP'ye oy vermiş Kürt seçmen vardır.
Es gibt auf jeden Fall kurdische Wähler, die bis heute für Erdogan gestimmt haben. Ama bugüne kadar HDP'ye verip de hadi gideyim koşayım Tayyip Erdoğan'a oy vereyim diyecek bir Kürt ben görmedim. Aber ich habe bis heute keinen kurdischen Wähler kennengelernt, der für die HDP gestimmt hat und dann plötzlich sagt, oh nee, jetzt werde ich plötzlich für Erdoğan. Belki şu söylenebilir. Vielleicht könnte man sagen, Türkiye'deki rejimden umudu kesmiş Kürtler var. Es gibt Kurden, die Hoffnung auf Besserung in der Türkei aufgegeben haben. Onlar sandığa gitmeme davranışı sergileyebilir. Und sie werden sich vielleicht der Stimme enthalten. Bir bıkkınlık var. Weil sie es satt haben. Onun dışında HDP seçmeni hayır oyu verecek. Aber sonst glaube ich, dass alle anderen kurdischen Wähler mit Nein stimmen werden. Bu konuda çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Es wird viel spekuliert zu diesem Thema. Bunlara ben sahada böyle bir şey görmedim diyeyim. Aber in Wahrheit also habe ich sowas jetzt nicht gesehen, was diese Vermutungen bestätigen würde. Kötü senaryolara gelince, wenn wir jetzt über die schlimmen Szenarien, über das schlechte Szenario sprechen. Ben iki ayrı kötü senaryodan bahsetmek istedim aslında. İki ayrı kötü senaryodan bahsetmek istedim. Er möchte von zwei verschiedenen schlimmen Szenarien sprechen. Bunların birincisi seçim öncesine dair kötü senaryolar. Das eine ist das quasi vor den Wahlen. İkincisi seçim sonrasına dair kötü senaryo. Und das zweite wäre dann nach den Wahlen. Benim eleştirdiğim ve spekülasyon, manipülasyon dediğim daha doğrusu, benim eleştirdiğim ve manipülasyon dediğim. Das, was kritisiert und als Manipulation bezeichnet. Seçimi yasaklayacaklar. Bir. Ja, dass sie erstens dass die Wahl verbieten werden. Oy çalacaklar. Dass sie Wahlresultate fälschen werden. Topluma şok geçirtecek bir şeyler yapacaklar. Oder dass sie generell der Bevölkerung mit irgendwelchen Methoden Angst einjagen. Bunlar çok fazla konuşuluyor. Es wird viel darüber gesprochen. Bu da hayırcı kesimin moralini bozuyor. Und das stimmt das Nein-Lager sehr entmutigt das Nein-Lager. İnsanlar bunu düşünerek nasıl olsa bir şey yapar ve kazanır diyerek. Und die Menschen denken dann ja, der wird sowieso was machen und wird gewinnen. Sandığa gideceğine tatile gitmeyi tercih ediyor. Gehen anstatt an die Urne in die Ferien. Bizim aydınlar gazeteci olarak sorumluluğumuz bunları tartışmak değil. Wir als Intellektuelle und Journalisten haben nicht die Verantwortung darüber zu reden. Bunlar olduğunda zaten yapılacak şeyler var. Sollte es so weit kommen, dann gibt es Dinge, die man dann tun muss. Ama şu anki görevimiz seçime kadar hayır kampanyasını en iyi şekilde örgütlemek. Aber unsere Verantwortung ist es jetzt, bis zum Referendum eine starke Nein-Kampagne zu führen. Hayır çıktıktan sonra koltuğu bırakmayacağı kesin. Wenn ein Reiner herauskommt, ist es klar, dass nicht seine Macht abgeben wird. Buna dair pek çok şey 7 Haziran sonrası yaptığı gibi yapabilir. Er wird auch vielleicht Methoden anwenden können, wie nach den Wahlen am 7. Juni 2015, als die Wahl wiederholt hat. Fakat burada da biz galibiyetten çıkmış bir şekilde sürece gidebiliriz ya da mağlup bir şekilde gidebiliriz. Aber wir können aus dieser Situation entweder als Sieger oder als Verlierer hervorgehen. Galip ve moralli bir şekilde gidersek, wenn wir als Sieger und guter Dinge daraus gehen, toplum gücünün farkında olur. Dann realisiert die Bevölkerung ihre Kraft ve olası kötü senaryoların da önüne geçebilir. Und kann vielleicht schlechte Szenarien vorbeugen. Şu örneği tekrarlamak isterim. Ich möchte dieses Beispiel wiederholen. Türkiye'de bir tecavüz yasası geçirilmek istendi. In der Türkei wollte man ein Strafgesetz durchbringen, was die Vergewaltigung betraf. Şu an Türkiye toplumun en tepkili kesimlerinden olan kadınlar. Im Moment ist die wirksamste Bewegung in der Türkei die Frauenbewegung. Hem medyayla hem sokaklarda ayağa kalkınca. Sie haben ihre Stimme erhoben mit der Unterstützung der Medien. O yasa geri çekilmek zorunda kaldı. Mussten sie diesen Artikel, also diesen Artikelvorschlag zurückziehen. Burada önemli olan toplumun bir şeyleri başarabileceğini görmesi. Das Wichtigste ist eben, dass die Gesellschaft realisiert, dass sie etwas bewirken kann. 100 kanalın 98'i bunda ama seçimi halk kazanırsa.
selbst wenn von 100 Kanälen über 90 Erdogan gehören, wenn wir die Wahl gewinnen, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Dann wird nichts mehr sein wie vorher. Herzlichen Dank für diese Ausführung. Ich möchte mit diesem Ausblick auch ein bisschen auf die türkische Zivilgesellschaft jetzt schließen. Wir könnten stundenlang darüber diskutieren, wir könnten stundenlang weiter analysieren, aber jetzt sind wir alle ein bisschen erschöpft. Wir werden nachher in Ziegel rübergehen, wenn wir uns da treffen und Leute Fragen haben, dann dort gerne. Für hier und heute hören wir erstmal auf. Ich möchte euch noch kurz darauf hinweisen, weil vorhin auch die Solidaritätsgrüße fielen für Dennis. Es gibt am 8. April, am Samstag, eine Solidaritätsdemo und die findet um 15 Uhr am Helvetiaplatz in Zürich statt. Und jetzt möchte ich mich sehr, 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 sehr herzlich bedanken an Bilgin, an Baris, der den weiten Weg zu uns gemacht hat und natürlich auch einen großen Dank für die Übersetzung an Tuva und an Ahmet. Und sorry, ich weiß, alle wollen gehen, aber ich habe auch noch eine Ankündigung. Ja, darf ich das auch sagen? Ich habe auch noch eine Ankündigung. Ich bin ja aus Basel jetzt hierher gekommen. Ich möchte Sie auch einladen, nach Basel zu kommen. Am 20. April gibt es, also am Donnerstag, den 20. April, wird es eine Diskussionsveranstaltung an der Universität Basel geben, wo drei Vertreter von schwul-lesbischen, transsexuellen Vereinen aus der Türkei kommen werden und das Referendum aus einer queeren Perspektive diskutieren werden. Eine sehr spannende Veranstaltung, sind alle herzlich eingeladen am 20. April. Herzlichen Dank und einen schönen Abend noch.